Herzlich willkommen bei IV-Produkt. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen umweltfreundliche und energieeffiziente Lüftungsgeräte. Unsere Produktion ist in Schweden und wir vertreiben unsere Produkte in großen Teilen Europas. Seit 1969 arbeiten wir für eine nachhaltige Zukunft. Und seit dem Jahr 2000 investieren wir hohe Beträge in unsere Produktion und expandieren stark auf dem europäischen Markt. Um den höchsten Innovationstakt im Markt zu halten, haben wir in den letzten 5 Jahren 20 Millionen Euro investiert. Dies resultierte in einigen bedeutenden Standorterweiterungen. In unserem Innovation Center werden die Produkte der Zukunft entwickelt. Und in unserem Competence Center vermitteln wir in Seminaren und Trainings Fachwissen und praktisches Können. Unsere Produkte werden von engagierten Mitarbeitern hergestellt. Dabei setzen wir modernste Fertigungstechnologien ein und Komponenten von höchster Qualität. Wir haben das flexibelste Sortiment auf dem Markt. Und wir haben über 100.000 Lüftungsgeräte geliefert. Herzlich willkommen bei uns und IV Produkt Online. Hallo, mein Name ist Bernd Hake und ich arbeite im internationalen Vertrieb für IV Produkt. Heute werden wir zusammen mit Ihnen über die Bedeutung von gutem Innenraumklima sprechen. Wir werden Ihnen zeigen, wie wir bei IV Produkt unsere eigenen Räumlichkeiten hier belüften. Ich werde Ihnen erklären, wie sich die Installation von Komfortkühlung auch in einer Produktionsstätte bezahlt macht. Und wir sprechen über die Installation von Lüftung als eine ökologische und nachhaltige Investition. Zusammen werden wir im Anschluss unsere neuen Räumlichkeiten einweihen. Alles zusammen wird nicht länger als 25 Minuten dauern und Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an unsere Experten zu richten. Das hört sich gut an? Dann folgen Sie bitte mit. Wir fangen also an und sprechen über die Bedeutung von gutem Innenraumklima. Wir Menschen verbringen über 85% unseres Lebens in Gebäuden. Anhand dieser großen Ziffer können Sie schon sehen, wie wichtig gute Lüftung und gutes Innenraumklima für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wirklich ist. Wichtige Faktoren für ein gutes Innenraumklima sind unter anderem die richtige Luftmenge, die richtige Luftqualität, aber auch die richtige Temperatur. Leider ist es heutzutage immer noch so, dass viele Gebäude über nicht genügend Lüftung oder gar keine Lüftung eigentlich vorhanden ist. Und das bedeutet eigentlich, das Resultat ist, dass alle Menschen in diesem Raum die gleiche Luft ein- und ausatmen. Schlechtes Innenraumklima, schlechte Luft also, wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Aber es wirkt sich auch negativ auf unsere Leistungsfähigkeit, unsere Konzentration und damit auch unsere Lernfähigkeit aus. Was machen wir also? Wir öffnen Fenster und wir öffnen Türen. Diese Art der, ich sag mal, Durchlüftung hat aber so viele unsichere Faktoren. Zum Beispiel, wie viele Fenster sind eigentlich vorhanden? Können wir diese Fenster überhaupt aufmachen? Können wir die Türen öffnen? Was haben wir eigentlich für Voraussetzungen draußen? Haben wir überhaupt ein bisschen Wind, damit wir ein bisschen Luftzirkulation bekommen? Sind wir vielleicht direkt an einer Straße? Wir reden über Feinstaub. Oder aber auch, was für Temperaturen herrschen draußen. Niemand möchte ein Fenster öffnen, wenn draußen Minusgrade sind. Sie sehen also, bei so vielen unsicheren Faktoren können wir nicht von einer kontrollierten Lüftung sprechen, da wir weder die richtige Luftmenge noch die richtige Luftqualität oder die richtige Temperatur kontrollieren können. Darüber hinaus ist diese Lösung nicht sehr energieeffizient, da wir die ganze Wärme eigentlich so aus dem Gebäude leiten. Ein anderes Beispiel, angenommen, wir hätten es im Sommer warm und wir möchten gerne diesen Raum auf 22 Grad runterkühlen. Aber was denken wir und was denken viele Leute? An erster Stelle natürlich an ein Klimagerät. Viele Klimageräte, wie auch dieses hier im Bild,
arbeiten ohne Frischluftanteil. Das bedeutet, sie verwenden lediglich die bestehende Luft hier, kühlen diese herunter und leiten sie zurück in diesen Raum. Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich diesen Raum betreten im Sommer, es wäre angenehm kühl und ich würde denken, oh, hier herrscht aber gutes Innenraumklima, die müssen ja aber eine gute Lüftung haben. Keines der beiden ist der Fall. Hier herrscht kein gutes Innenraumklima und definitiv keine gute Lüftung, da wir lediglich die bestehende Luft, die Sie hier sehen, zirkulieren. Wir können anfangen, über kontrollierte Lüftung zu sprechen, wenn wir 100% frische Luft in das Gebäude leiten und zur gleichen Zeit die gleiche Menge an verbrauchter Abluft aus dem Gebäude ziehen. Die Luftwechselrate ist hierbei abhängig von der Anzahl der Menschen in dem Gebäude, in dem Raum hier, die Größe des Raums, aber auch der Verwendungszweck des Raums. In der Weltgesundheitsorganisation, WHO, spricht man von einer Luftwechselrate zwischen 3 bis 6. Das heißt, 3 bis 6 Mal pro Stunde sollte die Luft hier im Raum ausgetauscht werden. Aber auch hier geht uns viel Energie verloren. Was brauchen wir also? Genau, ein Lüftungsgerät, wie zum Beispiel bei IV-Produkt mit Wärmerückgewinnung. Die verbrauchte Abluft wird hier in das Gerät geleitet durch den Filter, durch den Wärmetauscher, in diesem Fall ein rotierender Wärmetauscher, und dann aus dem Lüftungsgerät. Gleichzeitig wird die frische Luft durch den Filter geleitet hier, durch den Wärmetauscher. Die Wärmeenergie wird übertragen auf die frische Luft, von der Abluft hier auf die frische Luft und wird dann in das Gebäude geleitet. Natürlich können wir die frische Luft auch zusätzlich, die Temperatur der frischen Luft auch zusätzlich kontrollieren. Zum Beispiel über unsere integrierte Kältemaschine EcoCooler oder unsere integrierte reversible Wärmepumpe Thermocooler HP. Hier sehen Sie jetzt die richtige Lösung, nämlich 100% frische Luft. Die ist kontrolliert, die Luftmenge, die kontrolliert die Luftqualität und die kontrolliert auch die richtige Temperatur das ganze Jahr über. Das Resultat ist, Sie fördern die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, natürlich sich selber. Sie fördern das Wohlbefinden, aber auch die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und damit die Lernfähigkeit. Ich werde nun weiter meinen Kollegen übergeben und der wird Ihnen zeigen, wie wir bei IV Produkt unsere eigenen Räumlichkeiten hier belüften. Hier begrüße ich Sie aus unseren neuesten Büroräumen. Mein Name ist Alex Scharpf, ich bin bei IV Produkt in Sachen internationaler Vertrieb unterwegs. Seit kurzem befindet sich hier unsere Auftragsabwicklung. Und das Büro ist aufgeteilt in dieses Großraumbüro und in mehrere Einzelbüros. Im Folgenden möchten wir Ihnen zeigen, wie wir hier die Lüftung konzipiert haben. Hey Per. Hey Alex. Unser Eckbüro hier haben wir dabei besonders hell ausgelegt. Dies ist sehr schön, hat aber auch aufgrund der großen Fensterflächen seine Herausforderungen. Die Zuluft regeln wir hier über diese aktiven Deckenauslässe. Diese sind mit Präsenz- und mit Temperatursensoren ausgestattet. Bei zunehmenden Raumtemperaturen, entsprechender Anwesenheit, steigender Sonneneinstrahlung nimmt der Zuluftvolumenstrom zu und wir können zusätzlich durch unsere ins Lüftungsgerät integrierte Kältemaschine die Zuluft herunterkühlen. Dadurch sorgen wir für einen permanenten guten Luftaustausch. Die verbrauchte Raumluft, die wird abtransportiert und wir führen 100% Außenluft zu. Tag, Per. Tag. In unseren Großraumbüros lüften wir nach dem gleichen Prinzip. Aufgrund der Raumgröße führen wir hier die Zuluft über diese textilen Schlauchauslässe zu. Auch hier regeln wir über die Präsenz von Mitarbeitern und über die Raumtemperatur. Oftmals werden in solchen Anwendungen Umluftsysteme verwendet, Fancoils. Dabei wird die vorhandene Raumluft ständig umgewälzt und heruntergekühlt. Stattdessen sorgen wir hier für einen 100%igen Austausch der Luft. Die verbrauchte Raumluft wird abgeführt und wir führen 100% frische, gute smallendische Außenluft zu. Lüftungssysteme bestehen aus vielen verschiedenen Komponenten. Herzstück dabei ist natürlich die Lüftungsanlage. Und genau darum geht es bei IV Produkt. Seit mittlerweile über 50 Jahren entwickeln und produzieren wir energieeffiziente Lüftungsgeräte. Besonders platzsparend dabei sind die Geräte unserer Serie Envista Top. Und genau diese Geräte verwenden wir auch hier für diese Anwendung. Hier konnten wir die Geräte sehr geschickt hinter diesen Schrankwänden platzieren.
Unsere Top-Geräte mit nach oben gerichteten Kanalanschlüssen gibt es in vielen unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Die Geräte hier sind mit unserer reversiblen Wärmepumpe Thermocooler HP ausgestattet. Damit erwärmen wir die Zuluft in der kalten Jahreszeit und im Sommer fungiert die Wärmepumpe als Kältemaschine und wir können die Zuluft entsprechend herunterkühlen. Gehen wir beispielsweise von einem kalten Wintertag mit minus 12 Grad in der Außenluft aus. Wir haben 22 Grad in der Abluft. Mit dieser Konfiguration können wir die Zuluft auf bis zu 20 Grad erhöhen. In der Kombination hocheffizienter Rotor und der Wärmepumpe, die dank ihres Designs ohne jegliche Abtauzyklen klarkommt, erzielen wir damit Wärmerückgewinnungsgrade von bis zu 90%. Und dies komplett ohne den Bedarf an externen Einheiten. Damit verbundene Pumpengruppen, Verrohrungen entfallen hier komplett. Ähnlich auch im Sommerfall bei 32 Grad in der Außentemperatur. Die Wärmepumpe switcht um, wird zur Kältemaschine und liefert bis zu 18 Grad kalte Zuluft. Ja, Sie sehen, über den gesamten Jahresablauf sorgen wir hier für sehr angenehme und für sehr fördernde Raumtemperaturen. Und dies mit dieser einen kompakten Geräteeinheit. Ja, übrigens, die Transportwege für unsere Geräte hier konnten kürzer nicht sein. Unsere Produktion befindet sich auch hier im südschwedischen Växjö. Und wir möchten uns nun zusammen mit Ihnen anschauen, wie wir in unseren Produktionshallen die Lüftung organisiert haben. Ich befinde mich hier in unserer Produktionsabteilung. Genauer gesagt befinde ich mich hier in unserer elektrotechnischen Abteilung. Jedes Jahr produzieren wir über 6.000 Lüftungsgeräte bei IV Produkt. Ungefähr 5.000 von diesen Lüftungsgeräten werden hier mit unserer integrierten Regelung versehen. Überhaupt sehen wir einen steigenden Trend, eine steigende Nachfrage an Lüftungsgeräten mit integrierter Regelung am Markt. Bevor irgendein Lüftungsgerät hier an unsere Kunden verschickt wird, testen wir und prüfen wir natürlich alles. Das Einzige, was Sie noch machen müssten, ist also nur die Installation und den Startknopf zu drücken. Es ist also wirklich eine Plug-and-Play-Lösung. Das Innenraumklima hier in unserer Produktionsstätte ist für uns genauso wichtig wie in allen anderen Räumlichkeiten hier bei IV Produkt. Um dieses sicherzustellen, leiten wir immer genügend frische Luft, wie Sie hier sehen können, unter dem Dach in diesen Gebäudeabschnitt. Aber wir kühlen auch unsere Produktionsstätte. Das bedeutet, wenn draußen zum Beispiel 28 Grad herrschen, haben wir hier drin angenehme 20 Grad. Das fördert nicht nur die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, sondern gibt uns auch eine mehr effektive Produktion. Studien haben gezeigt, dass schon bei einer kleinen Erhöhung der Temperatur, das heißt von 20 auf 25 Grad, die Leistungsfähigkeit von uns Menschen um 20% sinkt. Sie sehen also, warum 100% frische Luft, die richtige Luftmenge, die richtige Luftqualität, aber auch die richtige Temperatur so wichtig ist bei uns bei IV Produkt. Folgen Sie mir nur mit, wir schauen uns einmal die Lüftungsgeräte an, die diesen Abschnitt des Gebäudes versorgen. Kommen Sie! Wir befinden uns nun hier in unserer neuesten Lüftungszentrale bei IV Produkt. Der insgesamt 27.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex wird von 23 Lüftungsgeräten versorgt. Die meisten unserer Geräte sind wie diese hier aus unserer NVSTAR Flex Serie mit integrierter Regelung. Dieses Gerät hier ist sogar mit unserem Touchplay ausgerüstet. Die Geräte hier sind auch bestückt mit unserer integrierten Kältemaschine EcoCooler oder mit unserer integrierten reversiblen Wärmepumpe Thermocooler HP. Um das Ganze so effizient wie möglich zu gestalten, verwenden wir natürlich immer die neuesten Ventilatoren am Markt. Hier sehen Sie jetzt doppelte Ventilatoren mit hocheffizienten Laufrädern. Natürlich auch, um das Ganze so geräuschlos wie möglich zu gestalten. Dieses Gerät hier ist natürlich jetzt aus Sicherheitsgründen ausgestellt. Der durchschnittliche SFP-Wert bei diesen Geräten liegt bei unter 1,5. Abhängig vom Anwendungsbereich
zu verwenden oder versuchen wir natürlich immer häufig, so viel Wärmerückgewinnung wie möglich zu erreichen. Dafür verwenden wir unsere rotierenden Wärmetauscher. Seit 1975 stellen wir unsere eigenen rotierenden Wärmetauscher hier im Gebäude her. Den rotierenden Wärmetauscher verwenden wir häufig in Kombination mit unserer Kältemaschine EcoCooler oder mit der reversiblen Wärmepumpe Thermocooler HP. Diese wird über einen Frequenzumrichter gesteuert. Dieser erlaubt uns die stufenlose Regelung des Kälte- und Wärmeeffekts. Die Kombination aus rotierendem Wärmetauscher und Thermocooler HP gibt uns einen durchschnittlichen Temperaturwirkungsgrad von 90%. Wir beheizen unsere Produktionsstätte ausschließlich über unsere Lüftungsgeräte. Und dafür haben wir zusätzlich in der Zuluft, wie Sie hier sehen, ein Wärmeregister installiert. Wie ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, kühlen wir unsere Produktionsstätte. Entweder mit dem EcoCooler oder wie hier mit dem Thermocooler. Viele werden sich jetzt fragen, was kostet denn eigentlich so eine Komfortkühlung? Und das können wir jetzt mal genauer angucken. Nehmen wir unser Beispiel. Wir haben 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche und diese wird von 6 Lüftungsgeräten versorgt. Die Installationskosten für die Kühlung bei diesen 6 Geräten kosten ungefähr insgesamt 180.000 Euro. Und wie vorhin schon mal erklärt, so verlieren wir Menschen unsere Leistungsfähigkeit, unsere Produktivität, wenn die Temperatur zu sehr steigt. Angenommen, wir hätten jetzt keine Kühlung und zum Beispiel im Sommermonat, wir würden ungefähr 10% Produktivität verlieren, dann müssten wir natürlich, um diese Zeit wieder reinzuholen, Überstunden machen. Wir wollen natürlich weiterhin die versprochenen Lieferzeiten an unsere Kunden einhalten. Diese Kosten für die Überstunden, um die verlorene Produktivität wieder einzuholen, liegen bei ungefähr 200.000 Euro. Installationskosten für Kühlung sind also 180.000 Euro. Und ohne Kühlung, die Überstunden würden uns 200.000 Euro kosten. Sie sehen also, die Investition lohnt sich schon nach einem Jahr. Ich weiß, was Sie denken, es sind ja nicht nur einmalige Installationskosten. Natürlich gibt es auch laufende Kosten, selbstverständlich. Aber durch neueste Systeme und energieeffiziente Ventilatoren sind die Kosten wirklich gering. Nehmen wir wieder unser Beispiel. 6 Lüftungsgeräte. Für die Kühlung brauchen wir ungefähr 10.000 Kilowattstunden im Jahr pro Gerät. Das sind also 6 mal 10.000, 60.000 Kilowattstunden. Jetzt rechnen wir von einem Gewerbestrompreis bei ungefähr 20 Cent. Dann sind wir also bei 12.000 Euro im Jahr für die Kühlung. Selbstverständlich verwenden wir, solange wie es geht, die frische Außenluft draußen, um auch die Produktionsstätte zu kühlen. Erst wenn benötigt, springen die Kältemaschinen an. Sie sehen also, so eine Investition mit frischer Luft, der richtigen Luftmenge und der richtigen Luftqualität ist eine profitable Investition. Ich gebe jetzt weiter an meinen Mitarbeiter und der wird Ihnen erklären, warum die Installation von Ventilation eine ökologische und nachhaltige Investition ist. Ja, Sie haben bisher gesehen, wie wir hier an unserem Standort unsere Räumlichkeiten lüften und wie sich ein gutes Raumklima auf unser Wohlbefinden und auf unsere Effizienz auswirkt. Nun aber der etwas andere Blickwinkel, und zwar auf die globale Zielsetzung der Vereinten Nationen, insbesondere auf die Agenda 2030. Dieses Bild haben Sie sicher schon häufiger gesehen. Die Agenda 2030 ist in 17 Ziele untergliedert und wir bei IV-Produkt haben uns überlegt, zu welchen dieser Ziele wir beitragen können. Dabei sind wir auf 3 Ziele gestoßen. Das Thema Gesundheit und Wohlergehen. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit im Inneren von Gebäuden. Ein gutes Raumklima ist dabei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir Menschen uns wohlfühlen, dass es uns gut geht. Bezahlbare und saubere Energie. Durch den Einsatz von energieeffizienter Lüftungstechnologie und der Umstellung auf diese Technologie kann der weltweite Energieaufwand deutlich reduziert werden. Und damit direkt verknüpft ist auch das 3. Ziel: Sparen wir Energie, schonen wir die Ressourcen unserer Erde und wir tragen zum Klimaschutz bei. Tja,
Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Alle Welt redet davon. Was ist eigentlich damit gemeint? Um dieses Thema besser zu verstehen, möchten wir das Thema in drei Dimensionen mit Ihnen besprechen. Und zwar in der sozialen, der ökologischen und der ökonomischen Ebene. Schauen wir zunächst auf die soziale Ebene und wie wir in der Lüftungsbranche dazu beitragen können. Es ist so, dass wir im Schnitt 85% unserer Zeit im Inneren von Gebäuden verbringen. Ein gutes Raumklima, ein permanenter und kontrollierter Luftaustausch sorgt dadurch für gute Voraussetzungen, dass wir Menschen uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass wir konzentrations- und leistungsfähig sind. Um die ökologische Ebene besser zu verstehen, haben wir einige Zahlen vorbereitet. Demnach werden 40% des gesamten europäischen Energiebedarfs für den Betrieb von Gebäuden verwendet. Gemäß der Europäischen Kommission können jährlich bis zum Jahr 2025 361 Terawattstunden Energie eingespart werden. Dies allein durch den Einsatz moderner Lüftungstechnologie. Um diese besser zu verstehen, können wir den Vergleich zu 40 Kernkraftreaktoren stellen, die dafür notwendig sind, um diesen Energiebedarf jährlich herzustellen. Das ist ein sehr, sehr großer Einsatz an Energie für unsere Lüftungsbranche, der wiederum deutlich reduziert werden kann, sollten wir auf den heutigen Stand der Technik umstellen. Damit direkt verknüpft ist auch der ökonomische Faktor dieser Betrachtung. Die EU wiederum sagt, dass jährlich bis zu 26 Milliarden Euro gespart werden können, sollten wir auf den heutigen Stand der Technik unsere Lüftungstechnologie einsetzen und umstellen. Um dies besser zu verstehen, haben wir dieses Beispiel vorbereitet. Wir haben ein Gebäude mit einer Bürofläche von 10.000 Quadratmetern. Ein in die Jahre gekommenes Lüftungsgerät wird ausgetauscht gegen ein modernes Gerät mit einem niedrigen SFP und einem hohen Wärmerückgewinnungsgrad. Dadurch ergibt sich eine Einsparung von 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Für das gesamte Gebäude also erzielen wir eine Einsparung von 500.000 Kilowattstunden. Gehen wir von einem Gewerbestrompreis von 20 Cent pro Kilowattstunde aus, reduzieren wir also die Betriebskosten des Gebäudes um 100.000 Euro. Interessanterweise spiegelt sich dies wiederum in der Wertsteigerung des Gebäudes. Gehen wir von einer Renditeerwartung von 5% aus, steigert sich der Wert des Gebäudes um 2 Millionen Euro. Ich denke, wir können hier festhalten, dass unsere Branche einen wirklichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet. Und wie wir festgestellt haben, dies auf wirklich allen drei Ebenen, der sozialen, der ökologischen und der ökonomischen Ebene. Und dies ist auch Grund genug für uns bei IV-Produkt daran zu glauben, in diese Branche weiterhin zu investieren. Und so haben wir in den letzten 12 Monaten unsere Gebäude, unsere Produktionsflächen um 5.500 Quadratmeter erweitert. Und wir freuen uns nun, zusammen mit Ihnen unsere Produktionserweiterung einweihen zu können. Hallo, mein Name ist Matthias Körbei. Und ich bin Inhaber und Geschäftsführer von IV Produkt. Wir freuen uns riesig, dass so viele von Ihnen heute dabei sind. Ich übergebe das Wort an Harold Sörger. Danke, Matthias. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Ulf Södergren und bin die Aufsichtsratsvorsitzende beim IV Produkt. IV Produkt ist ein Unternehmen, das energieeffiziente Produkte für eine nachhaltige Zukunft herstellt. Für mich ist es eine große Ehre, diese Position zu bekleiden. Nach einer Zeit mit großen Veränderungen ist es wieder einmal sehr deutlich geworden, dass wir mit den Ressourcen unserer Erde sparsam umgehen müssen. Zudem hat uns das vergangene Jahr gezeigt, dass ein gutes Innenraumklima ein entscheidender Faktor für unsere Wohlbefinden und Gesundheit ist. Wir schauen also zuversichtlich in die Zukunft. Unsere neuen Produktionsflächen und Maschinen bedeuten, dass wir alle Investitionen, die für eine Verdoppelung unseres Umsatzes nötig sind,
getätigt haben. Heute sehen wir, wie wichtig es ist, in Lüftung zu investieren. Es ist eine ökologische Investition mit vielen Gewinnen. Hiermit weihe ich die neuen Räumlichkeiten ein. Bitte folgen mir hinein. Willkommen in unserer neuen Produktionshalle. Sie fragen sich vielleicht, warum wir so viel in die Erweiterung unseres Werkes investieren? Um eine ökologische Veränderung zu erreichen, müssen wir Gebäude in ganz Europa mit weiteren energieeffizienten Lüftungsgeräten ausstatten. Und diese Erweiterung unserer Produktion ermöglicht eine Verdoppelung unserer Produktionskapazität. Sowohl Entwicklung als auch Produktion und Tests finden hier statt. So stellen wir sicher, dass wir stets die bestmögliche Qualität und einen hohen Entwicklungstakt erreichen. Unser neues Lagersystem spart Platz und effektivisiert die Lagerhaltung. Hier werden Ihre Lüftungsgeräte bei angenehmem Innenraumklima montiert. Unser Gegenstrom-Wärmetauscher mit patentierter Enteisungstechnik überzeugt durch effiziente Wärmerückgewinnung und ist jetzt für noch größere Geräte erhältlich. Unsere energieeffizienten Ventilatoren stellen sicher, dass ausreichend frische Luft ins Gebäude strömt, sodass sich die Menschen in den Räumlichkeiten wohlfühlen. Jetzt ist es Zeit für die Auslieferung. Danke, dass Sie zu einem besseren Innenraumklima beitragen. Zusammen schaffen wir eine nachhaltigere Zukunft.